Agilität in Unternehmen bedeutet, dass Unternehmen in der Lage sind, sehr, sehr schnell und flexibel auf Veränderungen im Markt oder aber auch auf Veränderungen seitens der Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Eine hoch ausgeprägte Agilität hängt stark mit der Unternehmensleistung und der Kundenorientierung zusammen. Mehr als 70% der Befragten geben an, dass sie durch das Wissen über den Kunden einen strategischen Wettbewerbsvorteil erlangen können. Ein Unternehmen, das die agile Transformation sehr, sehr gut meistert, ist in der Finanzbranche. Was machen die? Die schauen sich sehr, sehr, sehr genau an, wie ihre Produkte und Dienstleistungen von ihren Kundinnen und Kunden genutzt werden, können das in Echtzeit analysieren und lassen auch diese Erkenntnisse und Verbesserungspotenziale iterativ in ihre Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen einfließen. Bei der ersten Dimension, Learning Spirit, ist man immer auf der Suche, Neues zu lernen. Man möchte gerne proaktiv neues Wissen generieren und sieht Wissenslücken eben auch als Chance. Und diese neuen Vorgehensweisen auch immer wieder mit anderen zu eruieren und zu gucken, wie kann ich meine eigene Arbeit eigentlich verbessern und das als wirklich wertvoll zu erachten. Die dritte Dimension, Iterative Value Creation, fokussiert ganz klar den Kunden in meiner Denkweise. Also habe ich wirklich in meinem Hinterkopf, wie schaffe ich durch meine Arbeit gerade Wert für den Kunden? Dabei bevorzugt die Person entsprechend eine iterative Vorgehensweise, wie wir sie auch häufig in agilen Methoden finden. Konkret bedeutet das auch, agiles Mindset zu fördern. Kann passieren durch Wissensimpulse. Das heißt, man holt sich Inputs von anderen Abteilungen auf Konferenzen etc. Führung, das heißt, Führungskräfte geben auch ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln. Und im Sinne von besserer Arbeitsgestaltung, das heißt, es gibt Freiräume, wo mal was experimentiert werden darf, wo mal was ausprobiert werden darf. Typischerweise entsteht sowas auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, eine nachhaltige Implementierung der agilen Transformation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Für Unternehmen heißt das also dranbleiben. Sowohl Führungskräfte, Mitarbeitende als auch das Top-Management sind dabei angesprochen.